Die Senatsverwaltung für Wirtschaft hat Fraunhofer Focus seinerzeit beauftragt, das Land bei dem Weg vom Aktengeheimnis zu einer transparenteren Verwaltung zu begleiten und in einer Studie zu untersuchen, wie man sich diesem Thema strategisch nähern könnte und dazu organisatorische, rechtliche und technische Aspekte untersucht und gleichzeitig den Prototypen des heutigen Berliner Datenportals entwickelt und getestet mit Berlin Online und weiteren Verwaltungseinrichtungen aus Berlin zusammen. Und das bildete damals auch den Vorreiter für das, was später als gafdata.de auf nationaler Ebene entwickelt wurde. Und so war Berlin auch zu der Zeit einer der Vorreiter in diesem Thema. Damals beim ersten Open Data Day haben wir drei wichtige Punkte abgearbeitet. Das eine war die Information der Verwaltung selber über die Studie, die Fraunhofer Focus für uns gemacht hatte, zur Öffnung der Datenbestände. Der zweite wichtige Punkt war, die Zivilgesellschaft mit einzubinden. Und der dritte wichtige Punkt war, dass ich mit dem Leiter Technik von Berlin.de ins Gespräch gekommen bin über die Realisierungsmöglichkeiten des technischen Ansatzes, den uns Fraunhofer Focus in der Studie aufgezeigt hatte. Und hier konnten wir wirklich in kurzer Zeit gemeinsam einen ersten Erfolg verzeichnen. Und schon im September, über den Sommer, wie gesagt, ist das Datenportal realisiert worden. Und zur Wahl 2011 im September konnten die ersten Datensätze auch zur Wahl bereits veröffentlicht werden. WeMap.org ist eine Online-Karte zum Finden und Melden barrierefreier Orte. So kann man zum Beispiel melden, ob eine Stufe am Eingang vom Restaurant oder Café um die Ecke ist oder nicht. Das ist nicht nur hilfreich für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die so ihren Tag und auch ihren nächsten Restaurantbesuch besser planen können, sondern hilft auch Entscheiderinnen und Entscheidern von Städten und Kommunen, besser zu planen, wie sie ihre Umgebung noch barrierefreier gestalten können. Vor 10 Jahren waren wir das erste Projekt, was auf dem Berliner Open Data Portal genannt worden ist und freuen uns, dass heute über 1 Million Orte so zustande gekommen sind auf WeMap.org, nicht nur in Berlin, sondern weltweit. Das Geoportal Berlin ist 2013 mit seinen Metadaten in das Open Data Portal eingeflossen. Wir haben uns mehr Transparenz, mehr Verfügbarkeit und auch eine höhere Nutzbarkeit dieser Daten versprochen. In vielfältigen Anwendungen können diese Daten dann eingebunden werden. Im Moment ist es so, dass wir fast 700 Metadaten veröffentlichen im Open Data Portal. Und das meist oder da, wo die Nutzung am meisten hochgegangen ist, muss man sagen, sind die Grundstücksinformationen mit der Liegenschaftskarte. Das Open Data Portal ist für das Geoportal Berlin auch ein Türöffner gewesen, um die Qualität und auch die Verbreitung der Geodaten zu erhöhen. Ganz wichtig für Open Data in Berlin war die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen. So konnten sie selbstständig neue Daten veröffentlichen und führten zu diversen Datensätzen im Portal. Auf den Bodies im letzten Jahr habe ich Workshops gegeben, um den Mitarbeiterinnen zu zeigen, was die Anforderungen an die Communities sind, wo man noch bessere Daten rausbringen konnte. Ein Beispiel mit den Daten, die ich gemacht habe, ist Internet at Schulen. Die basieren auf den Daten der Schulen und zeigen, wie gut die Internetanbindung der Schulen ist, beziehungsweise wo sie nicht ist. Infolgedessen konnten die Bezirke und der Senat den Schulen besseres Internet anbieten. Das ist nur eines von vielen Beispielen, die aus offenen Daten entstanden sind. Die Zusammenarbeit mit dem Land Berlin ist für die Open Knowledge Foundation und die Community sehr wichtig, um gemeinsam Projekte zu initiieren und voranzutreiben, sei es im Rahmen von Open Data Days oder Hackathons wie den EnergyHack.de. Die kontinuierliche Entwicklung von Open Data in Berlin über die letzten Jahre wird begrüßt und ist auch wichtig, um großartige Projekte wie zum Beispiel GIS in Kiez zu ermöglichen. Wir hoffen, Berlin bleibt auch in Zukunft im europäischen Spitzenfeld, unter anderem mit einer proaktiven Umsetzung der Open Data Rechtsverordnung. Open Data und Journalismus brauchen sich gegenseitig. Damit die Gesellschaft Erkenntnisse aus Daten ziehen kann, braucht es kundige Journalistinnen, die diese verständlich machen. Im Open Data Bereich ist viel passiert in den letzten 10 Jahren, gerade in Berlin.
So lässt sich nun zeigen, wo die Stadt Lücken im Radverkehrsnetz hat oder wo die Flächenversiegelung besonders hoch ist, denn desto zugebauter die Kieze, desto heißer wird es. Eine wichtige Erkenntnis mitten in der Klimakrise. Trotzdem müssen Journalistinnen und Bürgerinnen hoffen, dass ihre Bitte um Bereitstellung von noch besseren Daten nachgekommen wird. Oft kommen Veröffentlichungen zu spät, sind unvollständig oder nicht hundertprozentig maschinenlesbar. Wir sollten uns bemühen, dass die Daten der Verwaltung bei der Öffentlichkeit landen. Schließlich hat die Öffentlichkeit auch dafür bezahlt. Mit dem E-Government-Gesetz konnten die Richtlinien der Regierungspolitik zum Thema Open Data erstmals in einem Gesetz verankert werden. Diesen Schwung aus dem Jahr 2016 haben wir mitgenommen und Anfang 2017 die Eckpfeiler für eine Open Data-Verordnung im Senat verabschiedet. Diese stellten die Grundlage für die spätere Open Data-Verordnung dar. Als die Bedeutung in Open Data für die Verwaltung immer klarer geworden ist, ist es dann auch klarer geworden, dass die Mitarbeiterinnen der Verwaltung ein bisschen mehr Unterstützung bei Open Data brauchen. Deshalb wurde 2018 die Open Data Informationsstelle ins Leben gerufen. Eine Zusammenarbeit zwischen der Technologiestiftung Berlin und der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Das Ziel von ODIST ist, Verwaltungsmitarbeiterinnen bei der Bereitstellung und Nutzung von offenen Daten zu unterstützen. Das machen wir nicht nur, indem wir Verwaltungsmitarbeiterinnen zu Open Data beraten, sondern auch, indem wir unsere eigenen Anwendungen entwickeln, um das Potenzial von Open Data aufzuzeigen. Gieß den Kiez ist eine Online-Plattform, die Menschen aus Berlin bei der Bewässerung der Stadtbäume unterstützt. Man kann sich dort über mehr als 750.000 Bäume informieren und eintragen, wenn man diese Bäume gegossen hat, um sich untereinander besser zu koordinieren. Wir haben Gieß den Kiez im CityLab entwickelt und dabei ganz stark auf offene Daten zurückgegriffen, unter anderem auf den Baumkataster der Umweltverwaltung oder Daten des Deutschen Wetterdienstes. Und ich glaube, das ist auch das Potenzial von Open Data, dass eben wirklich neue und auch nutzerfreundliche Anwendungen für Bürgerinnen und Bürger entstehen können. 10 Jahre Open Data, darauf sind wir wirklich stolz. Und in 10 Jahren ist wirklich viel passiert. Jüngster Höhepunkt ist zum Beispiel die Verabschiedung der Open Data Verordnung im letzten Jahr. Mit dieser Verordnung hat Berlin einen modernen Rechtsrahmen. Open by Default ist dabei die Richtschnur und behördliche Open Data Beauftragte unterstützen die gesamte Verwaltung bei der Umsetzung. Gemeinsam arbeiten wir nun weiter an der systematischen Veröffentlichung qualitativ hochwertiger Daten. Happy Birthday Open Data Berlin und auf die nächsten 10 Jahre.